Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge GTA 5 LSPDFR. Wir sind hier gerade in Los Santos mit einem Partner am späten Nachmittag unterwegs. Ich würde sagen in der eher schickeren Gegend. Und ja, ich werde heute mal eine ganz normale Streife machen, etwas realistischer. Und wenn ihr das irgendwie langweilig findet, wenn ich das so realistisch mache, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil es haben auch mal einige geschrieben, dass ich das mal ultra realistisch machen soll. Das heißt, ich werde auf, ich werde nichts Verbotenes machen und natürlich meine Vorschriften beachten. Niemanden grundlos anschießen, nicht über rote Ampeln fahren. Ich hoffe, das war jetzt nicht rot. Ne, okay, gut. So, weil manchmal ist dieses amerikanische Ampelsystem, das ist irgendwie so voll komisch, finde ich. Ja. Deswegen, Leute, wenn die ultra realistische Folge kommt, auf jeden Fall auch bald, werde ich mal machen. Und wenn ihr das irgendwie langweilig findet, wenn ich das so realistisch mache, könnt ihr es auch mal gerne in die Kommentare schreiben. So. Gut, hier ist mein Partner. Na, was machst du gerade? Sitzt im Auto? Ne, okay. So. Okay, wir haben einen Einsatz bekommen und zwar ein geklauter Truck. Also, ja, geklauter Truck. Wir begeben uns da auf jeden Fall hin mit Code 3. Haben wir auch von der Zentrale mitbekommen, mitgeteilt bekommen. So. Wir sind auf jeden Fall auch in der Nähe 200 Meter entfernt von dem Truck. Der oh, nein. Seht ihr, so schnell würde ich dann auch zum Beispiel nicht fahren, wenn ich ultra realistisch spielen würde. Und man merkt schon, so schnell zu sprechen, da mache ich einige Fehler immer, weil ich bin es halt eigentlich nicht gewohnt, so schnell zu reden. Und so. Da vorne auf jeden Fall, ich sehe den Truck schon, Sichtkontakt vorhanden. So. Sichtkontakt. Okay, darauf müsst ihr jetzt nicht achten, was da gerade stand. Das kann ich jetzt nicht machen, weil ich bin im Einsatz. Er verlässt auf jeden Fall unser Einsatzgebiet. Das heißt, ich glaube, es werden gleich Sheriff-Einheiten. Ja, da vorne die LSSD verfolgt den Truck jetzt. Und das ist wirklich mega schwierig, so einen Truck zum Anhalten zu bringen, ja. Das heißt, ich werde jetzt mal hier Luftunterstützung anfordern. Und wenn das der Truck nicht anhält, dann müssen wir vermutlich eine SWAT bzw. NUS Luftunterstützung anfordern. Die werden dann auch auf den Truck schießen. So, das ist jetzt erstmal eine Verfolgungsjagd. Ich denke mal, die dauert etwas länger als die anderen. Und ja, es ist jetzt auch ein bisschen komisch, wenn hier nur so Sheriff-Polizisten, also ich nenne die immer so, ne? Wenn hier nur diese Sheriff-Einheiten sind und ich bin so die einzigste Einheit aus der Stadt. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm, weil den Einsatz haben wir schließlich in unserem Einsatzgebiet noch bekommen. Also ich werde jetzt was Riskantes machen. Ich werde mich jetzt vor dem Truck setzen und er fährt weiter. Aber bitte, ich bitte Sie jetzt anzuhalten, dann wird die Haftstrafe doch nicht so lang. Wenn Sie sich jetzt kooperativ halten, okay, ich werde in die Reifen schießen. So, den ersten einen Reifen habe ich getroffen. Das Problem ist, die haben halt mehrere, diese Trucks. So, ich habe noch einen getroffen. Und für alle, die sich irgendwie jetzt mal fragen, wie die Polizei Geisterfahrer stoppt, weil man hört ja öfter mal im Radio, ein Geisterfahrer ist irgendwo unterwegs. Und wenn der Geisterfahrer wirklich nicht stoppen will, also quasi immer noch auf der falschen Fahrbahn fährt, dann hat die Polizei sozusagen solche Matten, wo dann Nägel dran sind. Und dann werden die auf die Autobahn schmeißen. Und wenn Geisterfahrer da drüber fährt, gehen seine Reifen kaputt. Das heißt, wir machen das jetzt ungefähr so ähnlich, nur dass wir mit Schusswaffen auf die Reifen zielen. So, also ich würde sagen, fast alle Reifen sind jetzt kaputt, nur noch der. Okay, jetzt sind alle Reifen kaputt, oder? Ja. So, jetzt haben wir auch hier eine gute Sicht. Ne, ein Reifen ist wohl noch da und wo sind eigentlich alle? Okay, da kommen sie. Gut. Irgendwie ein Reifen ist noch da, ja, ich sehe ihn, hier. Jetzt aber auch schon. Ja, jetzt sind alle Reifen weg. Jetzt bitte kommen Sie aus dem Fahrzeug raus. Die Haftstrafe wird jetzt so circa 10 Jahre. Weil ich cool bin. So. Ich setze mich jetzt nochmal vor dem. Der hat jetzt nicht mehr so viel Kraft, denke ich. Okay, doch. Okay. Oh mein Gott. Bitte anhalten. Ich mache gerade den Rückwärtsgang so hart, Leute. Oh, Mist. Das ist wirklich richtig schwierig. So ein Truck irgendwie anzuhalten. Es ist so unnormal schwer. Oh Mann. Ich glaube, jetzt werde ich auch schon SWAT einschalten. So. SWAT ist auf jeden Fall eingeschaltet. Ein Helikopter kommt und wird dann hier drauf schießen. Wir können ihn halt nicht mehr anders anhalten. Es geht nicht mehr. Und deswegen muss ich jetzt diese Schritte eingreifen. Hier sieht man schon, oder hat man gerade gesehen, der wurde hier angeschossen.
Ist auf jeden Fall, würde ich sagen, berechtigt, bevor der wieder da hinten in die Stadt reinfährt. Müssen wir ihn auf jeden Fall gestoppt haben. So, noch mehr Verstärkung. Also ich glaube, wir sind hier locker zu 10 schon. Wenn nicht sogar noch mehr, Alter, Leute. So viele. So viele Leute sind hier einfach. Und da vorne kommt schon der Nächste. Oh Mann, wenn der jetzt nicht mal langsam anhält. Okay, okay, er steigt aus. Er steigt aus. Er steigt aus. Mein Kollege, steigt bitte auch aus und helf mir. Okay. Ich habe immer noch die... lol. Jetzt habe ich endlich mal so eine Taschenlampe mit einer Pistole. Das hatte ich... Ich wusste nie, wie das geht, Leute. Wie habe ich das jetzt geschafft? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall finde ich das cool. So eine Pistole mit Taschenlampe. Das ist geil. So. Bitte. Ich lege ihn jetzt Handschellen an. Sie sind dann hiermit vorläufig festgenommen. So, ich habe... Okay, ich habe die Taschenlampe immer noch. Leute, weiß einer von euch, wie ich die deaktiviere? Obwohl, okay, so schlimm ist das jetzt auch nicht bei Nacht gerade. So. Was ist, wenn ich mir jetzt die Taschenlampe hier... Hier. Habe ich jetzt zwei Taschenlampen? Nee, okay. Doch. Ich habe in beiden Händen einfach eine. Okay, wie habe ich das gemacht? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Der Typ ist jetzt hiermit verhaftet. Ich werde... Oh Gott, sieht das komisch aus. Ich hoffe, das stört jetzt nicht zu sehr. Ich weiß echt nicht, wie ich die Taschenlampe gemacht habe. Naja, egal. In der nächsten Folge ist sie dann sowieso weg. Okay, bitte hinsetzen. Obwohl, sie werden jetzt direkt abgeholt. Da vorne, die Kollegen holen ihn jetzt ab. Nee, die schießen auf irgendwas. Gut, auch schön. So, bitte setzen sie sich hin. Ne, okay, sie werden abgeholt. Gut, dann können wir uns jetzt wieder auf Streife begeben in unser Einsatzgebiet. Und das ist jetzt mal wieder ganz cool. So, Leute, wir sind jetzt wieder im Einsatzgebiet auf Streife unterwegs. Und ja, wir haben anscheinend gerade rot, ne? So. Gut, hier mit den Autos ist alles okay. Ich werde jetzt, ja, einfach nur auf Streife rumfahren und auf den Einsatz warten. So, hier auf jeden Fall auf dieser Straße ist immer richtig viel los, muss man einfach sagen. Hier, ja okay, jetzt gerade nicht, aber sonst immer. Immer wenn ich nicht aufnehme, dann ist hier viel los. Aber jetzt in der Aufnahme natürlich nicht. Okay, ich glaube, ich werde jetzt hier abbiegen. Oder? Nee, ich fahre geradeaus. Okay, wir haben einen Einsatz bekommen und zwar eine intoxicated person. Ich bin hier bester Englischsprecher der Welt. Ne, Code 2 Einsatz. Okay, gut, dann werde ich nur mit Licht fahren. Also nur mit diesen Lichtern hier. Und da vorne, wo ist die Person? Okay, er ist leider geflohen, weil ich die Sirenen angemacht habe und er es gehört hat. Das ist natürlich jetzt schade, deswegen sollte man auch auf diese Codes hören, falls ihr euch jetzt fragt, weil wenn quasi die Verbrecher diese... Ja, die Sirenen hören, dann können die auch wegrennen, wie das gerade passiert ist. So. Naja, okay, hier ist jetzt nicht... Okay, wieso fahre ich hier rüber? Guck mal, Leute. Ich wollte es eigentlich realistisch machen, aber... Nö, nicht mit mir, ne? So, okay, wir haben einen Einsatz bekommen und zwar wieder eine Verfolgungsjagd, aber dieses Mal nicht im Auto, sondern zu Fuß. Das heißt, da begeben wir uns jetzt direkt hin. Ist auch nicht weit entfernt. Und auf jeden Fall schon ein Helikopter ist vor Ort. Also, was ist das bitte für ein Schwerverbrecher, dass da jetzt, obwohl das eine Fußverfolgungsjagd ist, da vorne ist er. Das ist also auf jeden Fall schon ein Helikopter am Werk. Und so, hier ist er. Bitte nehmen Sie die Hände hoch, LSPD. Okay, die ganzen Leute rennen hier weg, die Passanten. Mit der Taschenlampe sehe ich auf jeden Fall richtig cool aus hier. Bitte auf den Boden legen, auf den Boden legen. Sie sind vorläufig festgenommen. So, mein Partner, der sichert hier auf jeden Fall. Ne, er steht wieder auf. Bitte auf den Boden legen. Legen. Los, auf den Boden. Gut. Alter, wieso steht er immer wieder auf? Noch einmal. Noch einmal, mein Freund. Und dann gibt's aber einen schönen Taser. Ich werde ihn jetzt verhaften. Oh mein Gott. Guck mal, die Verbrecher heutzutage, die stehen einfach wieder auf und... Ja. Alter, ernsthaft? Okay, sorry, da muss ich jetzt tasern. Du bleibst jetzt bitte auf dem Boden. Du bleibst auf dem Boden. Ich glaube, der verarscht uns einfach nur. Okay, jetzt habe ich ihn. Auf jeden Fall Handschellen angelegt und ab mit dir. So, ich rufe jetzt Kollegen, die dich abholen werden. Und die Taschenlampe ist natürlich auch wieder am Start. Ich weiß wirklich nicht, wie ich die aktiviert habe, das ist so komisch. Aber naja, gut, du wirst jetzt abgeholt. Bitte hinsetzen. So. Hinsetzen. Okay, perfekt. Und hier wirst du auch schon abgeholt. So, Leute, ich würde dann noch sagen, diese Folge ist dann hiermit zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, die wird ein bisschen spannender.
Ja, aber die Verfolgungsjagd eben war schon richtig cool, muss ich sagen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, lasst ein Like da und ciao.